Jo Leute, Siden hier am Start und willkommen zu einem neuen Boruto-Video und damit zu meiner Review von der neuesten Folge. Wir sind am Start mit Episode 170 und damit kommen wir zu dem Trainingsergebnis von Borutos neuem Rasengan. Diese Folge war nicht so mega krass, also ich habe mir da ein bisschen mehr von erhofft, zumindest, dass wir von Borutos Technik ein bisschen mehr sehen, denn das war hier ein bisschen Cliffhanger, definitiv. Das fand ich nicht so geil. Auf jeden Fall werden wir dann nächste Woche mehr sehen, was Boruto denn gemacht hat, damit er sein Rasengan verstärken kann. Denn das haben wir hier in der Folge, wo es eigentlich darum gehen soll, nicht gesehen. Das finde ich ein bisschen blöd. Da können wir eigentlich nur mutmaßen, was Boruto denn jetzt in den Sinn gekommen ist, dass er eben das Rasengan verstärken kann. Das aber soweit dazu. Kurze Information, ich werde hier in diesem Video auch ein paar Spoiler mit reinbringen, was die nächsten zwei Episoden betrifft, weil dazu sind schon Spoiler draußen. Und heute Abend gibt es auf Twitch um 18 Uhr, bei mir auf dem Twitch-Kanal natürlich, einen Spoiler-Talk zum neuen Boruto-Kapitel, denn das wird anders heftig. Also ohne Spaß, wenn ihr da schon ein bisschen was gesehen haben solltet, bei mir auf dem YouTube-Kanal, Community-Funktion, Twitter und so weiter, dann werdet ihr vermutlich schon gesehen haben, dass das nächste Chapter von Boruto, was am Dienstag kommen wird, wozu ich dann am Dienstag meine vollständige Review machen werde, das wird richtig spicy. Also ist immer jeden Monat der Fall, aber diesen Monat, oh shit, das wird aber richtig krank. Das sage ich euch. Naruto, oha, will nicht zu viel drüber reden, mache ich heute Abend um 18 Uhr auf Twitch, deswegen schaut da vorbei. Ich werde aber nochmal ein separates Ankündigungsvideo machen, wenn es dann um 18 Uhr losgeht. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Naruto und Boruto verpassen wollt. Und damit geht's los mit dieser Episode, Folge 170, let's go. Wir haben einmal das Training von Boruto und einmal das Training von Sarada. Ich werde mal anders anfangen, ich werde zuerst Sarada hier in dieser Folge behandeln. Und das ging quasi in eine sehr interessante Richtung, denn es ging so ein bisschen in die Mangekyou Sharingan Richtung. Sarada spricht nämlich an, dass sie das Interesse habe, das Mangekyou Sharingan irgendwann zu erlernen, aber Sasuke wird dann an den Vorfall von früher erinnert mit Itachi und so weiter und deswegen führt er das nicht weiter aus und sagt, das ist eine Lektion für ein anderes Mal, beziehungsweise man versucht das Ganze hier ein bisschen abzubrechen, dass Sarada das nicht erlernen sollte, denn vor allem auch Sakura kommt in dieser Folge ein bisschen rein und vertritt wieder die leichten, nervigen Züge, die viele an ihr nicht mögen, nämlich, och nee, bitte, Sarada, meine Tochter, hör mal auf zu trainieren, sei mal kein Shinobi mehr. Also das sagt sie nicht, aber sie tut ein bisschen so auf diese weinerliche Art. Und da ist sie mir auch in dieser Folge ein bisschen auf den Sack gegangen. Also ist ja klar, dass Sarada halt auch irgendwann so das Sharingan bekommen wird, so mäßig, also das Mangekyou Sharingan. Deswegen sollte sie gewissen Tatsachen ins Auge blicken können und sagen können, okay, ich sollte meiner Tochter sowas schon zutrauen. Und darauf läuft das auch so ein bisschen hinaus. Wir sehen dann, dass es einen Mädelsabend gibt und so ein Kram. Also Ino und Hinata kommen dann dazu und reden Sakura quasi ein, dass sie ein bisschen mehr Vertrauen in ihre Tochter setzen soll. Und dann ist das Thema auch gegessen. Wir sehen in der Preview der nächsten Folge, dass Sakura dann quasi mit im Training involviert ist und Sarada dann halt auch ein paar Taijutsu-Sachen zeigt, sowas, ein bisschen Combat-Training und so weiter, damit Sarada nicht nur ihr Sharingan verstärken kann, sondern auch ein bisschen mehr auf die Schnauze gehen kann. Das soweit zu dem Training von Sarada. Wir sehen aber, Sarada macht auch kleine Fortschritte, aber ihr Main-Problem ist eben die Ausdauer. Sie kann das Sharingan nicht so lange halten. Trotzdem, sie macht hier auch kleine Fortschritte. Wir kommen dann zu Boruto und Boruto und Shikadai machen sich halt darüber Gedanken, wie sie Borutos Rasengan verstärken können. Wir haben schon gesehen in den vorherigen Episoden, dass Boruto das Windversteck quasi dem Rasengan zugefügt hatte. Das heißt, er hat quasi ein Futon Rasengan entwickeln können, das so eine leichte Vorstufe zum Rasen Shuriken ist. Einfach kann man ja sagen, hatte Naruto damals genauso das Futon Rasengan, aber nur kurz in seinen Händen bündeln können. Boruto sitzt jetzt mit Shikadai am Lagerfeuer und bequatscht quasi die Situation, was er machen kann, um halt die Durchschlagskraft zu erhöhen. Das heißt, sein Futon Rasengan ist zwar schön und gut, aber es reicht noch nicht, um die gewisse Stärke
mit sich zu bringen. Kakashi ist im Hintergrund und ermöglicht es Boruto auch am Ende der Episode, dass er gegen einen Gegner kämpfen kann, gegen den er halt schon mal gekämpft hat, aber dazu kommen wir gleich. Boruto blickt also ins Feuer und kann feststellen, dass er eine Möglichkeit gefunden hat, wie er die Durchschlagskraft seines Rasengans verstärken kann. Wir wissen aber immer noch nicht, wie das aussieht, also was seine neue Technik ist oder wie das neue Rasengan denn aussieht, auch wenn die Folge so heißt. Wir wissen das nicht. Wir sehen am Ende der Folge nur, dass der Fels zerstört ist und dass Boruto es wohl direkt geschafft haben muss. Aber wir wissen nicht, was hat Boruto da jetzt für ein neues Rasengan. Ich für meinen Teil denke, vielleicht Feuer-Rasengan oder sowas, Feuerversteck, weil er ins Feuer gesehen hat. Ich weiß aber nicht, ob Boruto das Feuerversteck kann. Also, weiß nicht, ganz komisch, ich weiß nicht, vielleicht hat man da irgendwelche versteckte Hinweise oder so etwas. Wenn ihr da irgendwas wisst, könnt ihr es gerne unten in die Kommentare schreiben, aber mir ist sonst in der Folge nicht großartig was aufgefallen, irgendein Hinweis darauf, was Boruto vielleicht am Rasengan hätte ändern können, so mäßig. Also, ich komme nur aufs Feuer, weil er ins Feuer geschaut hat und man die ganze Zeit von Himmel, Hölle und Hitze und so einem Kram gesprochen hat, deswegen, also, vielleicht ein Feuer-Rasengan. Mal gucken. Wir kommen zum Showdown der Folge, zum Highlight, denn Kakashi hat etwas arrangieren können für Boruto, und zwar, dass Boruto gegen Shojoji wieder antreten kann. In einer Halle, wo das Ganze eben von Kakashi beobachtet werden kann und so weiter. Das heißt, Boruto kämpft nochmal gegen Shojoji, gegen den letzten Gegner. Und das ist eine Sache, die ich ein bisschen zwiegespalten sehe. Auf der einen Seite ist es cool, weil es ist der letzte große Gegner. Deswegen ist es eigentlich relativ nice, dass man den nochmal zeigt, weil der hatte ja im Manga nur einen kurzen Auftritt und dann war er gar nicht mehr relevant. Jetzt hier im Anime wird er nochmal kurz gezeigt und Boruto kann sich nochmal beweisen. Auf der anderen Seite denke ich mir so, okay, das macht jetzt nicht den krassen Unterschied aus, weil Boruto beim letzten Kampf schon eigentlich dominanter war, würde ich vielleicht sagen. Also Sarada und Mitsuki sind zwar reingekommen, weil Boruto das Karma mal kurz hatte, so mit dieser einen Szene, aber die haben ja auch davor schon einmal gegen Shojoji gekämpft, was im Manga ja nicht der Fall war. Also das ist ja jetzt insgesamt der dritte Kampf gegen Shojoji und das finde ich ein bisschen too much, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt ist Boruto eben auf sich alleine gestellt. Okay, er ist vielleicht kräftetechnisch nicht über Shojoji und das Training soll das jetzt erstmal zeigen, so. Und irgendwie gut gemacht, dass es der letzte Gegner ist. Aber aufgrund der Spoiler von Folge 171 und Folge 172 finde ich das Ergebnis nicht so nice. Denn, dazu werden wir jetzt kommen, Boruto wird wieder ins Krankenhaus eingeliefert in Folge 172. Und damit bekommen wir eine Filler-Folge von Team 5, also von Denkis Team, von Team Iwabe sozusagen. Also da habe ich halt auch gar keinen Bock drauf. Also ich muss halt wirklich sagen, wenn man schon so ein Training macht, was an sich okay ist, wie gesagt, ich bin ein bisschen zwiegespalten bei Shojoji einfach, wenn man schon sowas macht, wenn man ihn schon mit einbezieht und Boruto soll sich beweisen, warum zieht man da nicht durch? Also warum zieht man es dann noch länger? Also ist ja okay, wenn man Training macht, aber ich will jetzt auch nicht 20 Folgen Training sehen. Shikadai hat auch ein bisschen auf die Fresse bekommen von Deeper, aber da muss man jetzt nicht noch mehr machen. Also ich muss jetzt nicht jedes einzelne Team durchgehen, wie sie Deeper treffen und die auch auf die Schnauze bekommen. Ich meine, das wäre immer noch besser als random Filler-Folgen. So, aber trotzdem, man muss es nicht allzu lange ziehen, man muss es nicht übertreiben. Aber an dieser Stelle finde ich diesen Trainings-Arc dann auch wieder nicht so nice, weil dann wieder Folgen reingeballert werden, die nicht sein müssen, beziehungsweise es wird unnötig langgezogen einfach. Gib mir halt ein normales Training, wo Boruto und Sarada ein bisschen stärker werden und dann beim nächsten Kampf gegen Deeper zusammen mit Mitsuki oder so vielleicht eine Taktik ausarbeiten, wie sie Deeper aufhalten können oder besiegen können, nicht umbringen, aber besiegen können, und dass Deeper dann vielleicht durch Jean getötet wird oder durch ein anderes Kara-Mitglied, Kashinkoji möglicherweise oder irgendwie so etwas, das dann so ein bisschen offscreen-mäßig abgehandelt wird. Also, dass Boruto und Sarada nicht die beiden Charaktere sind, die Deeper halt wirklich komplett vernichten und aus der Serie nehmen, sondern dass sie halt eine Steigerung mit sich nehmen, aber Deeper nicht komplett vernichten. So würde ich das halt irgendwie machen. Aber das jetzt hier ist mir viel zu lang gezogen und ich würde mir wünschen, dass der Arc nicht so mega lange geht, weil ich will langsam Richtung Ao-Arc gehen, Richtung Kawaki, und das Opening ist einfach fake, sein Urgroßvater, ohne Spaß, nicht mehr normal. Heute Abend 18 Uhr auf Twitch,
Da sind wir live und besprechen das Boruto-Chapter, beziehungsweise die Spoiler. Das Chapter ist ja noch nicht komplett draußen. Wir besprechen die Spoiler. Und am Dienstag gibt es meine Kapitel-Review zu diesem ganzen Thema. Das heißt, falls ihr den Stream heute nicht schaffen solltet, den könnt ihr im Nachhinein nicht schauen. Aber dann kommt das Ganze natürlich am Dienstag in der ganz normalen Review, wie sonst eben bei den anderen Chaptern auch. Das wär's. Haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schönen Sonntag. Bis dann. Tschüss.